Erzählen wir das Märchen von dem Mann mit den drei Söhnen. Es war also mal ein Mann, der hatte drei Söhne. Und der dritte Sohn war ein Dummkopf. Warum verrätst du alles vorher? Ein Sohn ist immer der Dummkopf. Ja, aber red mir nicht weiter dazwischen. Es war also Winter und sehr kalt. Da schickte der Vater seinen ältesten Sohn zum Holzhacken in den Wald. Die Mutter bug ihrem Sohn einen feinen Eierkuchen und gab ihm eine gute Flasche Wein mit auf den Weg. Als der Junge im Wald angekommen war, begegnete ihm ein kleines graues Männchen, das fragte ihn, Würdest du wohl so freundlich sein, mir ein kleines Stück von deinem Eierkuchen? Und einen winzigen Schluck von deinem Wein abzugeben. Sonst verhungere und verdurste ich. Und der Junge hat's dem Männchen gegeben. Hat er nicht. Weder Kuchen noch Wein. Also nicht. Er ist ja auch ein kluger und kein dummer Junge. Er hat gesagt. Kommt gar nicht in Frage. Den Kuchen und den Wein brauch ich für mich alleine. Scher dich zum Teufel. Genau das hat er gesagt. Und das Männchen ist mit einem Mal verschwunden. Der Junge begann einen Baum umzuschlagen. Und dabei schlug er sich in den Arm. Aua! Aua! schrie der Junge und rannte nach Hause. Und am nächsten Tag schickte der Vater seinen zweiten Sohn in den Wald. Und wieder gab die Mutter ihm natürlich einen feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit auf den Weg, und wieder erschien das Männchen und fragte. Würdest du wohl so freundlich sein, mir ein kleines Stück von deinem Eierkuchen und einen kleinen Schluck von deinem Wein zu geben, sonst verhungere und verdurste ich. Kommt gar nicht in Frage. Den Kuchen und den Wein brauch ich für mich selber. Scher dich zum Teufel. Und wieder verschwand das Männchen. Wieder begann der Junge, einen Baum umzuschlagen. Und wieder schlug er sich in den Arm und schrie: Aua! Rannte nach Hause und weinte. Jetzt kommt der dumme Sohn aus seiner Dummkopfsecke, wo er immer sitzen musste, damit ihn keiner sah. Und der Dummkopf sagte: Vater, lass mich in den Wald gehen und Holz schlagen. Aber der Vater lachte nur. Und die Mutter lachte, und die beiden Brüder lachten. Du bist doch viel zu dumm dazu. Nein, bin ich nicht. Ihr werdet sehen. Und die Mutter gab ihm ein altes trockenes Brot und eine Flasche saures Bier, und alle lachten hinter ihm her, als er sich auf den Weg in den Wald machte. <laughs> Der Junge kam in den Wald, und wem begegnete er da? Natürlich dem kleinen grauen Männchen, und das Männchen fragte. Würdest du wohl so freundlich sein, mir ein kleines Stück von deinem Eierkuchen und einen kleinen Schluck von deinem Wein abzugeben, sonst verhungere und verdurste ich. Kommt gar nicht in Frage. Falsch. Ganz falsch. Wieso? Ach so. Nein, er ist ja der Dumme, und er sagte. Natürlich gern, kleiner Mann, nur ist das leider kein Eierkuchen, den ich habe, sondern altes Brot, und auch Wein habe ich nicht, sondern bloß saures Bier. <lacht> lachte das Männchen. Sieh doch einmal nach, du dich nicht irrst. Da guckte der Junge in seinen Beutel, und was fand er da? Na? Na? Einen feinen Eierkuchen und eine gute Flasche Wein. Eine Hühnerkeule für jeden war auch noch drin. Na sowas. Also, die beiden aßen sich satt, bis sie nicht mehr konnten, und als sich das Männchen den Mund abgewischt hatte, sagte es das war aber fein, und weil du mit mir dein Essen geteilt hast, werde ich dich belohnen. Dort drüben steht ein alter Baum, den schlage um, und unter den Wurzeln Wirst du etwas finden, womit du glücklich werden wirst. Das Männchen sagte, auf Wiedersehen. Zu dem Dummling, und der Dummling ging zum Baum und schlug ihn um. Und was fand er unter den Wurzeln, der Dummling? Einen riesengroßen Schatz Gold und Edelsteine, Diamanten und Brillanten. Falsch. Ganz falsch. Ganz. Ganz? Was ganz? Eine ganze Ganz. Interessant. War die Gans geschmort, gebraten oder gekocht? Die Gans war weder geschmort, noch gebraten, noch gekocht. Es war eine richtige lebendige Gans, und sie war ganz aus Gold. Eine richtige goldene Gans, also. Ja. Mit goldenen Federn, einem goldenen Kopf und einem goldenen Schwanz. Und einer goldenen Nase. Eine Gans hat keine Nase. Wieso nicht? Jeder Mensch hat eine Nase. Eine Gans ist kein Mensch Mensch. Ein Affe ist auch kein Mensch, und trotzdem hat er eine Nase. Hör jetzt auf damit. Wir wollen das Märchen erzählen, und du bringst mich laufend durcheinander. Wie geht's also weiter? Nack, nack, sagte die Gans. Die Gans sagte nicht Nack, nack, sondern war ganz still. Dann nahm der Junge die Gans auf den Arm und ging nach Hause. Er ging eben nicht nach Hause. Er wollte nicht zurück in seine Dummkopfsecke und dauernd ausgelacht werden. Dann ging er in die weite Welt. Erstmal ging er in ein Gasthaus, denn es war schon dunkel. Er war müde und hatte Hunger. Wenn er dem Männchen nichts gegeben hätte, dann hätte er jetzt wenigstens sein altes Brot essen können. Ja. Aber dann hätte er keine goldene Gans. Das ist wahr. Der Junge aß also einen Happen und legte sich dann in sein Bett. Und in der Nacht? In der Nacht kamen die bösen Räuber aus dem Wald und stahlen ihm die goldene Gans. Nein! In der Nacht kamen die beiden Wirtstöchter, die sehr neugierig waren. Sie wollten wissen, was der Dummling da wohl unter seinem Arm getragen hatte. Eine goldene Gans, natürlich. Ja, das weißt du, aber die Mädchen wussten es nicht. Und sie entdeckten die Gans. Und die erste Tochter sagte Oh, wie hübsch diese goldene Gans ist. Ich ziehe mir jetzt eine goldene Feder aus ihr heraus, und dann stecke ich mir die Feder in die Haare, dann bin ich das schönste Mädchen im Dorf. Und die zweite sagte Und ich ziehe mir eine goldene Feder heraus, die verkaufe ich, und dann bin ich das reichste Mädchen im Dorfe. Der Junge schlief ganz fest und merkte nichts. Die beiden Schwestern legten ihre Hand auf die Gans und zogen sich eine Feder raus. Sie blieben kleben, ganz fest, und wie sie auch an der Gans zogen, sie kamen nicht mehr los. Da heulten sie los. Der Junge wachte auf und musste lachen. <laughs> Und auch die Gans musste lachen. Eine Gans kann nicht lachen. Wenn eine Gans eine Nase haben kann, kann eine Gans auch lachen. Gut. Du, ich finde, dass wir den Jungen nicht mehr Dummling nennen sollten, denn so dumm ist er nicht. Immerhin hat er eine goldene Gans und seine Brüder bloß zerschlagene Arme. Da hast du ausnahmsweise recht. Geben wir ihm einen richtigen Namen. Hm. Rudolf. Gut. Rudolf. Rudolf machte sich also auf den Weg, unterm Arm die Gans und an der Gans die beiden Wirtstöchter. Als sie über ein Feld gingen, trafen sie auf einen Bauern. Der Bauer wunderte sich sehr über diese merkwürdige Gesellschaft und dachte bei sich: Wo will denn dieser junge Mann nur mit den beiden Mädchen hin? Hat er denn an einer nicht genug? Und dann rief er: Hey! Lass sofort die beiden Mädchen los, du Strolch, oder ich verprügle dich. Ich kann nichts dafür, Bauer. Sie kleben an meiner Gans. Das kannst du mir nicht erzählen, du Nichtsnutz, nichts ja Nichtsnutz. Gib sofort die Mädels frei. Und er rannte zu dem Jungen. Fasste ein Mädchen bei der Hand und... ...blieb an der Hand kleben. Genau. Nag, nag, die Klebe ganz. Und auch der Bauer heulte. Weiter gingen sie. Und schließlich begegneten sie dem Gutsherrn. Der wunderte sich, daß der Bauer nicht auf dem Feld war und arbeitete. Der Gutsherr wurde wütend und rief: Du fauler Lump! Was treibst du dich in der Gegend rum und arbeitest nicht, Faulpack, Lumpengesindel? Gleich werde ich dir eine runterhauen. Hey, sag mal, warum schlägst du mich? Ich hab dir nichts getan. Ich erzähl gleich nicht weiter mit. Entschuldige, ich hab's nicht so gemeint. Aber weh hat es getan. Und weil der Gutsherr dem Bauern eine geklebt hatte, klebte er jetzt an seiner Wange und kam nicht mehr los und wenn du mir noch mal eine klebst klebe ich dir auch eine die klebt da klebst du jahre dran ist ja gut also als nächstes trafen sie den herrn bürgermeister der Bürgermeister war auf der Suche nach dem Gutsherrn, weil eine wichtige Gemeindesitzung stattfinden sollte. Und er eilte auf den Gutsherrn zu und sagte Herr Gutsherr, wir warten schon alle auf Sie. Wo bleiben Sie denn? Und was wollen Sie denn mit der ganzen Gesellschaft hier? Kommen Sie schnell. Es ist dringend. Und er reichte dem Gutsherrn die Hand, um ihn mit sich zu ziehen und. Klebte ebenfalls fest. So gehörte auch der Bürgermeister zur Klebegesellschaft, und das Weinen wurde immer lauter. Jetzt kommt der gemeine Kerl. Welcher gemeine Kerl? Der gemeine Kerl, der den Bürgermeister nicht leiden konnte und sich schon lange wünschte, ihm eine runterzuhauen. Wieso? Deswegen. Aua. Was soll denn das? So wie der Gutser dem Bauern eine geklebt hat, hat der gemeine Kerl dem Bürgermeister eine geklebt. Das hast du absichtlich so erzählt. Wie du mir, so ich dir. Jetzt kommt noch das Schaf. Ein Schaf? Ein Schaf. Ein sehr kurzsichtiges Schaf kam vorbei und dachte, die Menschenschlange sei eine Herde und es hängte sich mit seinen Vorderbeinen an den gemeinen Kerl und und klebte dran. Nicht schlecht. Meh. weinte das Schaf. Der Rudolf zog also mit all diesen Leuten. Und dem Schaf? Und dem Schaf durch das Land, bis sie in eine Stadt kamen. In dieser Stadt herrschte ein König, der hatte eine sehr traurige Tochter. Warum war denn die Tochter so traurig? Das war ja gerade das traurige, dass niemand wusste, warum die Prinzessin so traurig war. Der König hatte alles probiert, um sie zum Lachen zu bringen. Er hatte die lustigsten Clowns des Landes kommen lassen, die komischsten Figuren herangeholt, zum Beispiel Menschen mit langen Nasen, Menschen mit langen Ohren. Menschen mit langen Haaren. Über Menschen mit langen Haaren kann man nicht lachen. Wieso nicht? Weil es viel zu viele Menschen mit langen Haaren gibt, als dass man drüber lachen könnte. Das ist wahr. Dann dachte der König, wenn meine Tochter heiraten würde, vielleicht wäre sie dann glücklicher. Und er schickte Heiratswerber aus, einen guten Mann für die Prinzessin zu finden. Alle möglichen Männer kamen. Hochherrschaftliche Prinzen, Gelehrte, Mathematiklehrer, Seiltänzer, Nachtwächter, Flohfänger, Kellner, Masseure, alles, was man sich vorstellen kann. Aber über keinen musste die Prinzessin lachen, und keinen wollte sie zum Mann. Das ist wirklich sehr traurig. Was passiert jetzt? Jetzt kam Rudolf mit seiner Klebegesellschaft. Aha. Die Prinzessin saß gerade am Fenster, sah auf den königlichen Hof und sang traurig vor sich hin, die Prinzessin die Plötzlich kam der Rudolf mit seiner Gesellschaft auf den Hof. Und, und, was passierte dann? Kannst du dir das nicht denken? Ja, die Prinzessin sah die ganze Klebegesellschaft und musste plötzlich lachen. Wie die beiden Mädchen an der Gans hingen. Wie der Bauer versuchte, ein Mädchen wegzureißen. Wie der Gutsherr an der Backe des Bauern klebte. Wie der Bürgermeister versuchte, dem Gutsherrn guten Tag zu sagen. Und über den gemeinen Kerl, der an der Backe des Bürgermeisters hing. Und zum Schluss das kurzsichtige Schaf, das mit den Vorderbeinen an den Hosen des gemeinen Kerls klebte, ja. Und auf der Stelle verliebte sich die Prinzessin in den jungen Rudolf, und der König kam und sagte Das ist unglaublich, das ist unfaßbar. Meine Tochter lacht. Ja, Vater, ich lache, und weil das so ist, Will ich den Jungen als Mann? Natürlich, Tochter. Gleich heute Abend soll die Hochzeit sein. Ein Fest werde ich geben, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Falsch, ganz falsch. Der König hatte überhaupt keine Lust, dem Rudolf seine Tochter zur Frau zu geben. Wieso nicht? Weil der Rudolf nichts Besonderes war, kein bedeutender Prinz oder Gelehrter, nicht mal Mathematiklehrer. Aha. Was hat der König dann gemacht? Nun, er hat dem Rudolf eine schwere Aufgabe gestellt. Denk mal nach. Hm, das ist gar nicht so einfach. Ah, ich hab's. Mein lieber Rudolf, ich bin sehr dafür, dass du meine Tochter heiratest. Aber ich muss erst sehen, ob du auch geeignet bist, mein Schwiegersohn zu werden. Denn als mein Schwiegersohn musst du viele Probleme lösen und klug sein. Deshalb habe ich beschlossen, dich auf die Probe zu stellen. Unter meinem Schloss befindet sich ein großer Weinkeller. Wenn du einen Menschen findest, der all den Wein, der darin ist, auf einmal austrinkt, bekommst du meine Tochter zur Frau. Wo soll es einen solchen Menschen geben? Niemals ist es möglich, so viel Wein auf einmal zu trinken. Schaffe mir diesen Mann heran, Rudolf, und keine Widerrede mehr. Und wenn du es nicht schaffst, dann scher dich mit deiner Gesellschaft zum Teufel. Das ist ein ziemlich gemeiner König, dieser König. Aber die Prinzessin hatte Mitleid mit Rudolf. Mein armer Rudolf, gern würde ich von der Stelle weg heiraten. Vor allem, weil du mich zum Lachen gebracht hast. Aber wenn du das geschafft hast so wirst du sicher auch jemanden finden, der den Weinkeller austrinken kann. Der Junge setzte die goldene Gans in den Schlosshof und dachte nach. Dann machte er sich auf den Weg in den Wald. Wo soll ich nur einen solch wunderlichen Menschen finden? Nie werde ich die schöne Prinzessin bekommen, nie wieder ihr schönes neues Lachen hören. Oh, ist das traurig. Da gehe ich eben wieder nach Hause zu meinen Eltern und meinen Brüdern zurück in meine Dummkopfsecke. Oh, was habe ich für einen Durst? Eine halbe Stunde schon habe ich nichts mehr getrunken. Mein Gaumen ist trocken wie die Wüste. Vertrockne. Durst! Durst! Das ist aber fein, dass du solchen Durst hast. Was soll denn daran fein sein, du dummer Bengel? Wenn du dich noch einmal drüber lustig machst, verbrühle ich dich. Nicht so eilig! »Ich weiß einen Weinkeller, der gehört dir ganz allein, wenn du ihn auf einmal austrinken kannst.« »Hä, nicht leichter als das, selbstverständlich. Führ mich schnell hin, Lutz.« Daraufhin gingen der Junge und der durstige Mann, »der natürlich das Männchen war, das sich in einen durstigen Mann verwandelt hatte.« Sie gingen zum Schloss, wo schon der König, die Prinzessin und die gesamte Hofgesellschaft warteten. Der König führte den durstigen Mann in den Weinkeller und der bekam ganz große Augen als er die vielen Fässer und Flaschen sah. Er befeuchtete seine Lippen, holte tief Luft und begann erst den roten Wein, dann den weißen Wein und den Rosé und zum Schluss den Sekt. Die Prinzessin musste lachen, noch heller als vorher und der Hofstaat und selbst die Klebegemeinschaft lachte. Nur der König zog ein saures Gesicht. In zehn Minuten war der Keller leer, und der durstige Mann verschwand so schnell, wie er gekommen war. So. Und jetzt haben die Prinzessin und Rudolf geheiratet, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Denkst du dir, nichts wahr. Der König ist noch viel gemeiner, als du denkst. Aha. Er hat sich also noch eine Bosheit ausgedacht, meinst du? Sicher. Denkt dir noch eine Bosheit aus. Ja. Mal sehen. Ja. Er sagte also, mein lieber Rudolf, einmal hast du bewiesen, dass du nicht dumm bist. Das reicht mir aber nicht. Viele schwierige Dinge werden auf dich zukommen, als mein Schwiegersohn, und deshalb stelle ich dir noch eine schwere Aufgabe. Wir hatten dieses Jahr eine gute Getreideernte und deshalb ist viel zu viel Brot gebacken worden. Draußen vor der Stadt lagert ein großer Brotberg. Wenn du jemanden findest, der ihn aufisst mit einem Mal, dann bekommst du meine Tochter. Basta. Da rief die Prinzessin. Das ist zu viel, Papa. Er hat genug getan. Jetzt will ich ihn heiraten. Nein. Und nochmals nein. Erst muss der Brotberg weg. Und wieder ging der Junge in den Wald. Denn er wusste inzwischen, dass es das Männchen war, das ihm half, und deshalb war er nicht traurig. Und wirklich, als er an die Stelle kam, wo er den durstigen Mann getroffen hatte, hörte er eine Stimme. Ugh. Mein Bauch. Gerade habe ich sieben Hähnchen, einen ganzen Hammel, vierzig Schnitzel und achtzig Pfannkuchen gegessen. Aber immer noch plagt mich der Hunger. Aber immer noch beißt mich der Hunger. Ich werde sterben, wenn ich nicht bald was zwischen meine Zähne bekomme. Du musst nicht sterben, hungriger Mann. Wieso nicht? Nicht weit von hier habe ich einen riesigen Brotberg gesehen. Wenn du den aufgegessen hast, hast du bestimmt zwei Wochen keinen Hunger mehr. Das ist die Rettung, mein Junge. Und der Junge und der hungrige Mensch? Der natürlich das Männchen war. Das wissen wir ja inzwischen. Sie rannten also zum Brotberg, wo schon der König und die Prinzessin und der Hofstaat samt Klebegemeinschaft warteten und? Haps, haps, haps. Schmatz, 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 kauen, schlucken. In zwei Minuten war von dem Brotberg nichts mehr zu sehen. Beifall erscholl und Lachen. Das Männchen verschwand und der König sagte: Jetzt wird geheiratet. Irrtum! Aller guten Dinge sind drei. Noch eine Bosheit? Ja. Mein lieber Rudolf, du hast dich als sehr klug gezeigt. Deshalb hilf mir zum Schluss noch ein anderes Problem lösen. Nein, sagte die Prinzessin. Doch welches Problem, Herr König? Weißt du, seit einiger Zeit gefällt mir die Umgebung des Schlosses nicht mehr, und deshalb habe ich mir gedacht, es müsste an einen andern Platz nun hab ich aber nicht so viel Geld, um mir ein neues Schloss zu bauen. Ich dachte, weil du so klug bist, könntest du einen Mann finden, der das Schloss einfach an einen anderen Platz tragen kann. Das ist unmöglich, Papa. Ich will ihn jetzt zum Mann. Ich liebe ihn so. Und du willst ihn betrügen. Niemals wird er das schaffen. Es bleibt dabei. Und du hältst den Mund. Der Junge ging in den Wald. Als er an die alte Stelle kam, war niemand zu sehen. Da wurde der Rudolf traurig und dachte Ach, käme doch ein bärenstarker Mann vorbei, das Schloss des Königs wegzutragen, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Und er lehnte sich an einen Baum, und weinte. Doch der Baum bewegte sich plötzlich. Wieso? Der Baum, an dem der Junge lehnte, war kein Baum. Nein, was denn sonst? Es war das Bein eines riesengroßen Mannes, der den Kopf in den Wolken hatte. Und dieser Mann sagte, habe so viel Kraft und weiß nicht wohin damit. Ich könnte einen ganzen Wald aus der Erde reißen oder mit dem Mond Fangeball spielen. Wo soll ich denn nur hin mit so viel Kraft? Hier, hierher. Du kannst ein ganzes Schloss wegtragen, wenn du willst. Das ist doch einfach. Hast du nicht schwierigeres? Nein, im Moment nicht. Und sie gingen zum Schloss. Die Prinzessin jubelte, als sie Rudolf mit dem starken Mann kommen sah, der König aber wurde blass. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist Zauberei. Niemals werde ich meine Tochter diesem Bauern Rudolf zur Frau geben. Doch, das wirst du. Aber zuerst bringen wir das Schloss an einen Platz, der dir gefällt, damit du aber gut wählen kannst, König, gehe hinaus und laufe vor uns her und zeige uns den Platz, wo du dein Schloss hinhaben willst. Und der König? Dumm wie er war, ging aus dem Schloss. Und der Riese, das Männchen, trug das Schloss mit allem, was drin war, und ging mit riesigen, schnellen Schritten weg. Zurück blieb nur der König auf dem leeren Platz und der König weinte. Oh, ich armer König, ich armer König. Nun habe ich nichts mehr, kein Schloss, keine Tochter, kein gar nichts. Was habe ich nur getan? Der Riese, das Männchen, aber trug das Schloss immer weiter weg, weit in die Welt, bis er es an einem schönen Platz abstellte. Und jetzt haben sie endlich geheiratet, der Rudolf und die Prinzessin. Jetzt endlich hast du deine Heirat. Ach, ist das schön, wenn alles gut wird. Jetzt haben alle gelacht, die Hochzeit wurde gefeiert, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Halt. Wir haben was vergessen. Was denn? Die goldene Gans und die gesamte Klebegemeinschaft. Ach so. Tja. Und wenn, wenn die nicht gestorben sind, dann kleben sie noch heute an der Goldenen Gans. Falsch, ganz falsch. Aha. Das Männchen löste den Zauber. Und jeder kehrte an seinen Platz zurück. Die beiden Schwestern ins Wirtshaus, der Bauer aufs Feld, der Bürgermeister sagte dem Gutsherrn ordentlich guten Tag und sie gingen zu ihrer Gemeindesitzung. Der gemeine Kerl zog die Hand von der Backe des Bürgermeisters und ging nach Hause. Und das Schaf sprang aus dem Schloss, machte ein paar Freiübungen mit den Vorderbeinen und ging seine Herde suchen. Und die goldene Gans? Die goldene Gans blieb bei Rudolf und der Prinzessin und sang. Das Märchen von der goldenen Gans ist jetzt zu Ende voll und ganz. Ein jeder wieder frei ganz lebt, weil nicht mehr an der Gans er klebt. Und weil das Märchen nicht weitergeht,